Gerhard Scheider aus Bludenz, heute sind die Adler gelandet. Wie ist es dazu gekommen? Also ganz kurios eigentlich, kurz vor Mittag hat mich meine Frau gerufen und hat gesagt, dass ein Riesenknall im Dach tue. Und es ist ein Vogel da liegt und Dachzettel da in Hunger liegen. Und dann war das für mich anders zum sagen, okay, ich fahre heim, ich muss auf jeden Fall das Dach flicken. Sie hat gesagt, okay, das sei ein Adler. Und dann habe ich gedacht, okay, es hat vielleicht ein Krähe oder ein Mäusebus, so gesehen. Und während dem Uferfahrer ruft sie mich nochmal an, sieht, das seien zwei, einen im Dach drüber liegen und dann über Hunger aus der Holzbiege. Und das war dann, ja, ganz komisch, ich bin Heimfahrer und beim Zuhörfahrer zum Haus habe ich schon gesagt, okay, ein Riesenloch im Dach. Und haben eigentlich da oben kaum traut, das ist tatsächlich ein Steinadler 100 gelegen und der zweite war da oben. Und dann, ja, wegen der Versicherung war das für mich anders zum sagen, das muss ich polizeilich aufnehmen lassen. Und bei der Polizei angerufen, wegen einer Niederschrift oder Protokoll. Und die haben mir das eigentlich zuerst gerne geglaubt, sind aber dann doch gekommen und haben gesagt, das ist eigentlich mehr, also ein Lotto 6er ist wahrscheinlich als für das, was da jetzt sich zu erwähnt hat. Und ja, man hat es auflaufen, Hof von Lützen gleich da gesehen. Und was passiert jetzt mit diesen Tieren? Also man hat da gleich eine Meldung gemacht auf der Behörde, BH Bludenz. Und der Jagdpächter, wo dieses Revier beinhaltet, war auch da. Und ich habe schon immer gefunden, diese Tiere werden ausgeklopft und finden dort sozusagen ihre neue Heimat, wo es ein bisschen ruhiger abgeht. Mir ist das passiert, ist, ich vermute halt, dass sich die in enormer Höhe aufgrund von der Auseinandersetzung irgendwie verkeilt haben mit der Fänge, mit der Fürs, dadurch nicht mehr auseinandergekommen sind, so ein Sturzflug noch hat auf das Dach aufgefallen sind. Was jetzt eben schade, der ist jetzt nicht gerade wenig, eine andere Erklärung haben wir dafür eigentlich nicht. Wird es auch noch ein Happy End wächst im Dach geben? Da kommt ungefähr in 2 Stunden der Dachdecker und wird es reparieren und nachher trinken wir ein Bier.